Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem Travel-Vlog der Vorstadtpioniere. Heute gibt es kein Hausupdate, das habe ich ja vor kurzem erst hochgeladen. Heute gibt es ein neues Travel-Video, denn wir haben vor ungefähr anderthalb Monaten geheiratet. Also mitten in der Corona-Hochzeit, jetzt sind die Zahlen schon wieder ein bisschen gesunken. Und ja, wollen die Tage auch nicht zu Hause verbringen, sondern sind auch über die Grenzen Deutschlands gefahren. Und zwar nach Italien und auch nach Kroatien. Ja, unsere Reise beginnt in Italien und unser Hund war auch dabei. Die fordert mich hier gerade schon zum Spielen auf. Wir waren im Winkler Hotel Sport & Spa. Das wurde während der Pandemie komplett renoviert. Das ist total verrückt, weil wir vorher im September 2020 in einem Zimmer waren, was jetzt einfach nicht mehr existiert. Es ist Lobby geworden. Also ich versuche mal zu finden, ob ich noch ein Video habe von dem Zimmer damals. Und dann saßen wir einfach in der Lobby an der Stelle, wo unser Zimmer war und konnten nach draußen schauen. Also schon verrückt. Ist auch richtig schön geworden. Es wurde auch ein neuer Pool angelegt, nur für Erwachsene. Und der ist oben auf dem Dach. Und jetzt blende ich euch erstmal ein paar Shots ein von außen und von diesem megamäßigen Pool. Viel Spaß! Haben aber auch ein neues Zimmer bekommen. Da hat vorher noch niemand drin geschlafen. Das ist eine komplett neue Matratze gewesen und die war wirklich, wirklich gut. Auch das Zimmer war wunderschön. Und dazu haben wir auch eine kleine Roomtour gedreht. Die zeige ich euch jetzt. So, wir starten natürlich in der Garderobe. Rechte Hand ist hier jetzt eine kleine Toilette, die seht ihr jetzt in der Spiegelung, dass da noch eine Tür ist. Wir haben jetzt nicht extra reingefilmt, ist nur ein kleiner Raum mit Toilette. Man hat auf jeden Fall genügend Platz für Jacken, Taschen und Co. Das war jetzt am Anreisetag, deswegen stehen da noch unsere Sachen rum. Ja, dann läuft man quasi durch das Bad durch. Man hat eine wunderschöne Regendusche. Die
ja, mit einem großen Glasfenster in den Raum reinreicht und so hat man eben dort auch Tageslicht. Und dann seht ihr hier auch noch, dass ich meine Blumen mitgenommen habe von der Hochzeit, wie ich eben schon erzählt habe, haben wir ja geheiratet. Und ich habe meinen Brautstrauß und zwei Sträuße von den Gästen mitgenommen. Dann kommt man hier in den Wohnbereich. Rechter Hand war jetzt hier noch ein kleiner Einbauschrank mit Kühlschrank. Ist vielleicht für diejenigen wichtig, die auch mit Hund reisen, so wie wir, und Nassfutter füttern. Da könnt ihr das auf jeden Fall gut unterstellen. Wir hatten auch ein kleines Arrangement auf dem Zimmer, weil wir unsere Hochzeitsreise dahin quasi gemacht haben und hatten da ein paar Kerzen und Sekt. Und hier seht ihr auch schon den Balkon, der noch nicht fertig ist. Da fehlt noch das Glasgeländer, das ist dieses helle Holz gewesen. Ja, das wird erst noch fertiggestellt, weil das Hotel eben erst seit einem Tag auf hat. Und da kommt Luna. Da wir unsere Hochzeitsreise dort verbracht haben, haben wir auch einen Gutschein für das Spa bekommen und hatten dort 2 Stunden Zeit, in die Dampfkabine zu gehen, eine Massage zu machen, in die Badewanne zu gehen. Es war für Essen und Trinken gesorgt. Es sah auch richtig, richtig schön aus dort. Also vielen Dank nochmal an das Hotel Winkler. Wir kommen gerne wieder. Also es ist wirklich das erste Hotel, wo wir 2-mal jetzt schon gewesen sind. Und ich glaube, es wird auch nochmal ein 3. Mal geben, weil wir das wirklich so schön finden. Haustiere sind auch erlaubt. Also Luna war mit gewesen und ja, es war einfach wirklich, wirklich schön. Wir haben uns aber nicht nur entspannt, wir haben auch ein bisschen Sport getrieben. Und zwar haben wir eine Fahrradtour mitgemacht. Letztes Jahr haben wir das auch schon gemacht. Dieses Jahr war die ein bisschen ausschweifender. Und ja, dazu zeige ich euch jetzt ein paar Bilder. So, das war Teil 1 unseres Travel-Vlogs. Es geht dann bald weiter mit dem Antholzer See. Dort haben wir nämlich einen Ausflug hingemacht und der ist wirklich wunderschön. Also bleibt auf jeden Fall dabei, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns bald im Antholzer See wieder.